Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Stardew Valley. Das müsste jetzt Part 5 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir haben den 7. Frühling, es ist 6 Uhr morgens. Und wir gucken mal, was der Wetterbericht sagt. Beautiful sunny day tomorrow. Okay. Was sagt der Fortune Teller? Very displeased today. Okay. Und die Soßenkönigin, die Kochshow. Greetings, it is I, the Queen of Sauce, here to teach you a new mouth-watering recipe from my secret cookbook. This week's dish, stir fry. It's a perfect way to get some healthy greens on your plate. Saute the greens in a little sesame oil and make sure to add plenty of fresh ginger and garlic. Now breathe deeply. Oh, that's good. You learned how to cook stir fry. Finde ich auch so schön, dass man da gratis Rezepte bekommt. Da, dann kümmern wir uns mal um unser kleines Beet. Ah, da ist der eine Parsnip, der noch übrig geblieben war. Der ist heute fertig, das ist schön. Na? Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, müsste heute auch jemand Geburtstag haben. Können wir gleich mal auf den Kalender in der Stadt gucken, dann kann man demjenigen gleich unseren Parsnip schenken. Achso, der Hund muss noch gegossen werden. Können wir mal mitnehmen, dann können wir. Oder nee. Es wäre fast sogar klüger, dann ein bisschen in die Mine zu gehen. Würmchen. Prehistoric Hand Axe. Das ist doch was fürs Museum. Ja, Louis hat Geburtstag, sehr schön. Hallo. The weather's interesting today, don't you think? Thank you, this looks special. Hallo. You remembered my birthday, thank you, this is great. Wer möchte nicht einen Rettich zum Geburtstag? Donate to Museum. War eigentlich auch schon direkt in die Mine. Plümpsche. Aber das lasse ich jetzt mal stehen, damit ich nicht in die Mine komme und alles ist voll.
Horseradish. Clay, clay ist in Ordnung. Ah! This is a great gift, thank you. Ich habe ein Geschenk für dich, Rausrupf. Hier, Horseradish. Das ist, glaube ich, Meerrettich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, ich hatte mal die ganzen Dinger nachgeschlagen, was genau sind, weil irgendwie so gefühlt ist alles Rettich, aber nicht Rettich ist nicht gleich Rettich, weil es gibt ja auch Meerrettich und nicht Meerrettich. Das eine, was ich dachte, dass Rettich wäre, war zum Beispiel Lauch. Billo-Schwert, ey. Also was war die Quest? 10 Slimes und Deeper in the Mine Level 40. Ja, das werden wir heute wahrscheinlich nicht schaffen. Also an diesem Ingame-Tag. Yay! Ganz wichtig, die Copper Ores. Ich brauche nur für den Schmelzofen erstmal 20 Stück. Oh, ich bin exhausted. Am Anfang hält mir ja noch gar nichts aus. Leave the mine. Gucke ich, dass ich mir vielleicht
Ne. Alles voll. Ein paar Snacks mache. Eins dabei mal hier hin. Use your furnace to smelt a copper bar. Wird erledigt. Die Geoden sammeln wir erstmal. Und dann ab ins Bett, bevor wir noch umkippen hier. Yes! Dann suche ich jetzt erstmal auf dem Feld ein paar Baumsamen. Daraus kann ich mir dann Snacks machen und mit denen kann ich dann weiter in die Mine gehen. Und den Hund gießen. Yay, Kohle. Oh, bin ich schon wieder kaputt. Alter.
Schauen wir mal, dass wir noch ein bisschen was gepflückt bekommen. Quest. 15 Copper Ores. Kriegen wir hin. Was ich aber machen kann. Macht das um 12 auf. Dann hole ich mir da ein Essen und geht damit dann erstmal in die Mine. Stand hier auch nichts rum. 300 Pieces of Wood, okay. Achso. Jetzt auch machen. Salat ist, glaube ich, im Moment noch das Rezepte. Reispudding. Ne, Salat ist gerade im Moment das kosteneffizienteste. Nehmen wir mal zwei mit. So, why did you become a farmer? I want to make tons of money. It's more real than living in the city. To follow in Grandpa's footsteps, I wanted to escape my old life. Ja, das war ja der Hauptding. That's pretty much the reason I came here too. Hallo Marnie. I love animals, Mr. Artie. If you treat yours well, I'm sure we'll become good friends. Blümsche. There are a few over-the-counter medicines at the clinic. Feel free to stop by if you feel exhausted. Naja. Aber die Energy Drinks, die sind im Moment noch zu teuer. Ich glaube, da kostet einer 1000. Nachher natürlich perfekt, aber für den Anfang nicht so geeignet. Ja, weiß ich. Ja. Hier bei den Geistern, was wollten die? Bohne, Cauliflower, Potato. Hatte ich ja alles schon mitgebracht. Das kann man wegwerfen, also verkaufen. Und dann, achso, Living of the Land, den Tipp für heute. Fences are useful for keeping weeds at bay and protecting your crops. They also let farmers contain their livestock. Fences break down after a while, but stone, iron and hardwood fences last a lot longer than basic wood. Da, schau her. Und da würde ich sagen, call it a day. Foraging level up. New cooking recipe, Survival Burger. Und das war der achte.
Neuer Tag, neues Glück. Was sagt der Fortune Teller? Mildly perturbed today. Luck will not be on my side. Und Wetter? Sunny all day. Oha. Dear Farmer Artie, I'd like to apologize for joking about your grandpa's old cottage when we first met. It's really a nice little house. However, you might need some more space someday. That's where I can help. If you bring me some raw materials and pay a fee, I can expand your house. The first expansion I offer includes a kitchen. With a kitchen, you will be able to cook any recipes you've learned. Anyway, I hope you're starting to feel at home at Stardew Valley. Your local carpenter, Robin. Ja, bis das Haus upgradet werden kann, das dauert natürlich noch ein bisschen. Immer ein bisschen kreuz und quer, wie ich gieße, ich weiß, aber. Und da ist mein Hund. Auffüllen. So. In der Mine brauche ich keine Axt. Ho kann ich brauchen für den Fall, dass ich Würmchen auf dem Weg finde. Genau. Dann mal ein Futter. Ja. Da würde ich sagen, auf in die Höhle. Ah. Hatte ich ein Kopperohr hatte ich noch, ne? Das muss ich dann schon mal nicht sammeln. Und die Cherry Bombs, die können wir auch gut mitnehmen. Das lasse ich mal direkt links liegen. Kriegen wir alles. Immer erst gucken, hatte ich das schon, kann ich das dann nachher getrost verkaufen oder muss ich das noch ins Museum bringen? Oh.
Oh Gott, ich brauche ein anderes Schwert. Acht Slimes. Oha. Sehr gut. Slime Quest erfüllt. Schön den Salat verschnabuliert. Körper, na? Oh komm, eins noch. Mons. Yes. Earth Crystal. Muss ich auf jeden Fall auch aufheben für die Geister, soweit ich weiß. Oder? Nee. 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 Das ist alles Farmzeug hier. Nein. 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 Fischtank auch nicht. Hm. Okay. Yay. Und wieder Copper Ore. Sehr gut. Ist das auch erledigt? Algen werden immer sofort verputzt. Benutzen wir mal die Cherry Bomb, um den Weg schneller zu finden.
Bäh. Au. Okay, jetzt kann ich den Quarz zumindest noch mitnehmen. So. Da-da-da-da. Leather Boots. Die ziehen wir doch direkt an, hätte ich gesagt. Jetzt hier zur Adventurous Guild. Da Wooden Blade, sehr gut. Das, was ist das? Ich weiß nicht, ob das hat noch nicht mal eine Damage-Anzeige. Monster Eradication Goals. 1000 Slimes, 125 Cave Insects und andere Wesen haben wir noch nicht getroffen. Hello. This valley has a very vibrant and diverse ecosystem. That's one reason I was excited to move here. So, und Clint für die... Für die Quest wird jetzt... Hey, if you need any materials or blueprints, my shop is the place you're looking for. I think so. Art of Fishing. 3 Carp, Willy. Oh, except normal, da gehen wir morgen ein bisschen angeln. Du bist Willi. Du bist nicht. Wo ist Clint? Da ist er. The ores I requested. Excellent. I like to inspect local ores. Also Moment. Ja. Yeah. I like to inspect local ores from time to time to keep track of quality and abundance. Let me just take a look at these. I see. Thank you. You can keep these ores. They're of good quality. And here's your payment as promised. Yay. Thanks, this looks nice. I'm tutoring Vincent and Jess today. They're a handful, but it's nice to make a difference in someone's life. Tja. Dann ist jetzt auch wieder Zeit, um nach Hause zu gehen. Wird schon dunkel. Behalten wir.
Gute Nacht.